Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die neue Leitentscheidung ist eine klare Entscheidung fürs Klima, für den Erhalt von Heimat, für den Strukturwandel und für die Erholung der Natur im Rheinischen Revier. Vor gut einem Jahr haben Mona Neubauer und Robert Habeck zusammen mit RWE die politische Vereinbarung zum vorzeitigen Ende des Kohleabbaus im Rheinischen Revier erreicht. Und jetzt setzt die schwarz-grüne Landesregierung mit der Leitentscheidung ihren Teil der Vereinbarung um. Diese Leitentscheidung ist die letzte Leitentscheidung. Wir schließen das Kapitel der Braunkohle in Nordrhein-Westfalen. Und es ist ein langes Kapitel, auch mit einem langen Ende. Alleine wenn ich zurückgucke in der Zeit, in der ich hier im Landtag war, im Jahr 2010 haben wir mit der SPD zusammen als Maximum im Koalitionsvertrag vereinbaren können, dass es keine neuen Tagebaue geben werde. Ein paar Jahre später konnten wir das erste Mal gemeinsam einen genehmigten Tagebau verkleinern. Und damit war klar, im Tagebau Garzweiler blieben 400 Millionen Tonnen Braunkohle unter der Erde, 1400 Menschen behielten ihre Heimat. Das war der erste Schritt in Richtung Kohleausstieg, aber es blieb eben damals beim Ende des Tagebaus im Jahr 2045. Und 2019 schaffte die Kohlekommission den historischen Schritt, die Vereinbarung über Lagergrenzen hinweg, den Kohleausstieg um 7 Jahre auf spätestens 2038 vorzuziehen. Und wenn es dann nach der letzten Leitentscheidung aus dem Jahr 2021 gegangen wäre, hätten die Menschen in den 5 Dörfern und 3 Feldhöfen noch bis 2026 um ihre Zukunft bangen müssen. Wenn es nach RWE gegangen wäre, wäre nach dem Abriss des Immerrather Doms im Jahr 2018 als nächstes die Heiligkreuzkirche in Kainberg, die Herz-Jesu-Kirche in Kuckum und St. Josef in Berwerath dran gewesen. Aber es ist zum Glück anders gekommen. Die Menschen in den 5 Dörfern, Kainberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berwerath und die Bewohnerinnen und Bewohner von Eggeratherhof, Reutzerhof und Weierhof können in ihrem Zuhause bleiben. Sie können ihre Heimat zu Orten der Zukunft machen. Ihre jahrelange Unsicherheit ist vorbei. Und nach der ersten Verkleinerung im Jahr 2016 behalten nun also weitere 500 Menschen ihre Heimat und 280 Millionen Tonnen Braunkohle bleiben unter der Erde. Vor weniger als 10 Jahren, so meine Erfahrung, war das Wort Kohleausstieg in diesem Haus noch irgendwie sowas wie ein Tabu. Und diese heutige Leitentscheidung ist damit aber eben auch ein enormer Erfolg für alle, die sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gegen Umweltzerstörung und Heimatverlust durch Rhein-Braun und RWE engagiert haben. Das haben wir geschafft. Und bereits in 7 Jahren wird der Kohleausstieg nun Wirklichkeit. Der Umbau der bisherigen Abbauflächen mit mehr erneuerbaren Energien, zukunftsfähigen Arbeitsplätzen und einer Natur, die sich erholen kann, wird dagegen noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Wir Menschen haben mit unserem Hunger nach Energie den Boden auf links gedreht und das Antlitz der Region für immer verändert. Hunderte Meter tiefe Löcher, gekappte Wegeverbindungen, die Absickung des Grundwasserspiegels mit Bergschäden und Herausforderungen bei der Trinkwasserversorgung als Folgen, dauerhaft mit Wasser zu versorgende Feuchtgebiete und Flüsse, die ihre Fließrichtung geändert haben. Diese Auswirkungen sind selbst dann noch nicht immer richtig begreifbar, wenn man sie vor Ort auch sieht. Und diese Auswirkungen werden noch Generationen beschäftigen. Wir legen heute mit dieser Leitentscheidung die Grundlagen für den Umgang mit diesen Auswirkungen, nach bestem Wissen und Gewissen. Denn alleine die Befüllung der Restseen will viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Und wer von uns heute, die hier in diesem Raum sind, überhaupt diese befüllten Restseen noch erleben wird, ist auch fraglich. Aber auf dem Weg dorthin wird es zu vielen unvorhersehbaren Fragestellungen kommen. Denn die Befüllung von durch Menschen geschaffenen, mehrere hundert Meter tiefen Löchern ist bisher einzigartig in der Welt. Und neben den Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft haben die Tagebaue auch in die Natur tiefe Schneisen geschlagen.
Daher ist es ein Meilenstein, dass mit dieser Leitentscheidung erstmals ein Ökosystemverbund angestrebt wird, der einen substanziellen Beitrag für einen landesweiten Biotopverbund leistet. Denn intakte Natur und in diesem besonderen Fall von wiederhergestellter Natur ist die Lebensgrundlage von uns allen. Und dieser Region, der in den vergangenen Jahrzehnten so viel genommen wurde, wird nun wieder Natur und damit Lebensqualität zurückgegeben. Menschen, Natur, dann fehlt jetzt noch die wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Und diese Leitentscheidung setzt den Rahmen für den Strukturwandel in der Region. Zukunftsfähige Arbeitsplätze sind die Voraussetzung für eine prosperierende Region mit innovativen und nachhaltigen Entwicklungsperspektiven. Das Rheinische Revier hat dafür die richtigen Voraussetzungen und diese Landesregierung unterstützt die Region bei dieser großen Aufgabe mit ganzer Kraft. Das Rheinische Revier hat zudem die guten Voraussetzungen, um von einem Kohlerevier zu einem erneuerbaren Revier zu werden. Und das ist ebenso ein wichtiger Faktor für einen funktionierenden Strukturwandel wie die Verkehrsinfrastruktur. Über Jahrzehnte waren Verkehrsverbindungen gekappt. Die veränderten endgültigen Tagebaurändern erfordern jetzt zudem, die bisherigen Verkehrsplanungen dringend anzupassen. Schieneninfrastruktur und Radverkehr werden ausgebaut. Und ich bin erleichtert, dass die Wiederherstellung der A61 zwischen Mönchengladbach und Titz wirklich damit endgültig vom Tisch ist und damit der Weg auch frei ist für die Interessen der Tagebauanrainerkommunen. Das Rheinische Revier sollte jetzt seine Chance nutzen und eine zukunftsfähige, nachhaltige Verkehrsinfrastruktur aufbauen. Und ich muss einmal ganz kurz auch auf die SPD eingehen, wie wir sie heute hier gehört haben. Denn heute, wenn man sich das anguckt, im Vergleich zu dem, wie wir noch 2021 diskutiert haben, zeigt eindrücklich, finde ich, den Wandel der SPD. Zur Leitentscheidung 2021 hat damals Herr Kämmerling gesprochen, meist sachlich, zwar auch mit Kritik am Verfahren, das wir heute auch gehört haben, aber keiner grundsätzlichen Kritik. Und diese heutige Leitentscheidung baut an vielen Stellen auf der Leitentscheidung von 2021 auf. Und was wir jetzt heute gehört haben, war dann ein Ablenkmanöver nach dem anderen. Kaum Inhalt zu dieser Leitentscheidung. Und weil Sie konkret angesprochen haben, dass die Beteiligung gefehlt hat, zum Beispiel von Gewerkschaften. Es gab eine Veranstaltung, wo Gewerkschaften eingeladen waren, auch teilweise da waren. Also von daher frage ich mich schon, ob die Verbindung zu der SPD zur Gewerkschaft wirklich so gut ist, wenn Sie das an der Stelle hier auch noch nicht mal wissen. Auch das Ablenkmanöver zum Ausbau der erneuerbaren Energien. Da haben Sie ja recht, natürlich. Wir brauchen den starken Ausbau der erneuerbaren Energien, denn wir wollen nicht nur aus der Kohle aussteigen, wir wollen noch mehr in die Erneuerbaren einsteigen. Das ist dringend nötig und daran arbeitet genau diese Landesregierung und zeigt ja auch schon erste Erfolge. Und ich muss Ihnen einfach an der Stelle sagen, laute Meinung ist eben kein Maßstab für gute Politik. Diese letzte Leitentscheidung bildet die Grundlage für die wirtschaftliche, ökologische und soziale Entwicklung des Rheinischen Reviers für die nächsten Generationen. Auf dieser Grundlage wird nun der Braunkohlenausschuss in Rekordzeit die konkreten Planungen durchführen und damit noch mehr Klarheit schaffen. Mit dieser Leitentscheidung setzen wir als schwarz-grüne Koalition ein zentrales Vorhaben um. Wir halten unser Versprechen. Das ist eine gute Entscheidung für die Menschen, für Umwelt und Klima, für die Wirtschaft, für das Rheinische Revier und für Nordrhein-Westfalen.